Vermehrt darum gebeten wurde, auch mal einfache Rezepte für den Instant Pot zu machen, möchte ich dem nachkommen, insbesondere wenn es darum geht, wegen den Einstellungen hier und wie man was schnell zubereitet. Gerade am Anfang bei der Nutzung des Instant Pots und da ihn ja doch einige jetzt gekauft haben, möchte ich da mit Hilfe, mit Rat und Tat zur Seite stehen. So, also, ganz einfaches Rezept heute, Brokkoli-Kartoffelstampf. Oder Kartoffelmus oder Brokkoli-Kartoffelmus. Auf jeden Fall eine schöne musische Beilage für Gemüsebratlinge, für alle möglichen Steakarten und was auch immer. Auf jeden Fall als Beilage gedacht. Man kann es natürlich auch so essen. Ganz einfach, ganz schnell und trotzdem ganz lecker. So, das ist meine Lieblingskombination. Also zuerst nimmt man so ein halbes bis ein Kilo Kartoffeln, schneidet das in kleine Würfel, also in kleine Würfel pro Kartoffel in sechs solche Ecken ungefähr. Danach tut man ungefähr, ihr seht es ja selber, dafür habe ich ja die Kamera an. Na? Es kommt schwer in die Tüte rein, ich würde sagen zwei große Hände Brokkoli, aber das ist natürlich total unerheblich, ob ihr ein bisschen mehr oder weniger reinmacht. Ihr seht ja ungefähr die Dimension. Ihr macht halt ein bisschen Brokkoli rein. So. Dann macht ihr also Tiefkühlbrokkoli, dann eine Hand Tiefkühlsellerie. Am besten alles immer billig in großen Packungen kaufen, bei Metro oder wohin kommt. Also eine Hand von dem Brokkoli. So, danach lasst ihr 200 ml Wasser ein in irgendeinen Becher. Hier, das sind jetzt 200 ml. Da kommt jetzt ein Teelöffel Gemüsebrühe dran. Das rührt rum. Am besten, wenn ihr so blöd seid wie ich, dass ihr so einen knappen kleinen Becher habt, macht ihr das hier direkt drüber, wenn es schwabbert, dass das nicht so ein Problem ist. So, rührt halt die Gemüsebrühe unter. Gebt einen Schwapp Hickory Liquid Smoke dran. Unbedingt das Hickory Liquid Smoke nehmen. Alle anderen schmecken nicht so gut, zumindest nach meiner Erfahrung. So, einen kleinen Schluck. Wird wahrscheinlich so 1-2 Teelöffel sein. Rumrühren. Draufgeben. Und lächeln, dass man leckeren Kartoffelstampf selber gekocht hat. Denn dann war es das. Er macht quasi nur noch den Deckel drauf. Geht auf, gehen wir mit der Kamera genau hin hier. Geht auf manuelles Programm. Handelt den Pott runter auf 6 Minuten. Und das war's. So, und danach habt ihr einfach einen schönen leckeren Kartoffelstampf. Ich zeig's euch dann noch, wenn es offen ist. Und ja, wir sehen uns dann wieder. So, dann nimmt man den Deckel ab. Rührt einmal kräftig um. Kann dabei schon zerstampfen. Ihr könnt auch einen richtigen Stampfer nehmen, wie ihr das wollt. Auf jeden Fall nehmt ihr dann Mandeln, so je nachdem wie ihr wollt, ihr seht es ja, das werden wahrscheinlich so 50 Gramm sein, also gemahlene Mandeln, die tut ihr mit rein. Könnt ihr 100 Gramm nehmen, also das könnt ihr experimentieren. Ich habe jetzt das genommen, was da war, aber sagen wir so zwischen 50 und 100 Gramm. Mit 100 Gramm macht das natürlich auch nichts falsch. So, und dann habt ihr das alles rumgerührt und dann habt ihr einen richtig schönen sämischen Kartoffelstampf. Beziehungsweise Kartoffelstampf Pampe nenne ich das einfach mal. Und schmeckt halt, lasst es abkühlen, weil es noch sehr heiß ist, aber schmeckt halt richtig, richtig geil und richtig einfach. Und dazu könnt ihr halt hier diese Buletten machen, also diese Pulverbuletten oder die Steaks oder was auch immer ihr dazu macht. Ihr könnt es auch so essen, schmeckt auch gut. Alles bleibt euch überlassen, aber das ist total einfach und das ist eine Beigabe oder eine Beilage, die man halt extrem schnell machen kann und darum geht es ja letztlich beim Instapot. Schnell und lecker. So, da wünsche ich euch viel Spaß damit. Und wer immer noch nicht genug von mir bekommen kann und sich zu Tode christianisieren möchte, der hat natürlich hier unten die Möglichkeit, mir bei meinen anderen Projekten zu folgen. Und das ist zum einen natürlich meine Homepage, wo quasi die Quintessenz aller YouTube-Videos und Facebook festgehalten wird, in den veganen Säulen, die ich mir sozusagen aufgebaut habe. Bei Facebook tue ich meiner Leidenschaft frönen, Fotos zu schießen und ein paar persönliche Dinge preiszugeben. Des Weiteren natürlich die Playlists bei YouTube. Ich empfehle da vor allem das Wissensarchiv, wo wirklich der pure Content drin ist, ohne Laberei, wo es einfach nur um Wissen geht. Dann natürlich die Rezension, Produkte kaufen oder nicht kaufen, das findet in Rezension, Rezepte selbst erstellt oder getestet und natürlich nicht zu vergessen, mein Tagebuch, wo meine persönlichen Gefühle des Tages verarbeitet werden. Ich wünsche euch viel Spaß mit Christian.